Salam, Shalom und Friede sei mit euch. Wir, das House of One aus Berlin, senden Grüße nach Kirgisistan. Wir, das sind Kadir Sanchi, Imam am House of One und am Forum Dialog, Esther Hirsch, Kantorin an der Synagoge Sukkat Shalom, und ich bin Pfarrer Erik Hausmann aus Berlin vom House of One und von der St. Marienkirche. Esther, was würdest du sagen, ist das House of One für dich? Eigentlich ist es ein wirklicher Haltepunkt hier, denn wir leben in einer Informationswelt, in der wir eigentlich mehr voneinander erfahren müssten, aber in Wirklichkeit immer weniger voneinander wissen. Und insofern es viel schöner ist, dass wir in unserer kulturellen Vielfalt unsere Kultur behalten können, aber schauen, was uns eigentlich eint. Die wunderbare Idee beim House of One ist ja auch, dass wir zusammen uns treffen können, dass wir ein Haus haben zum Treffen, dass aber jeder seiner Tradition treu bleiben kann. Wir können uns gegenseitig sehen, wir können uns gegenseitig kennenlernen und haben hierzu die Möglichkeit, nebeneinander da zu sein, nebeneinander uns kennenzulernen und doch jeder bei sich zu bleiben. Es ist also zusammen und doch die Tradition bewahren. Das ist eine fantastische Herausforderung. Also wir wissen, dass unsere Gesellschaft heutzutage von Gewalt, von Kriegen und von Terror überwältigt wird. Und deswegen brauchen wir heutzutage viel mehr denn je den Frieden an sich. Und so wie damals Genghis Aitmatov, der berühmte Weltschriftsteller Kirgisistans, sich ja für Liebe, Hoffnung und für Vernunft, für Verantwortung verpflichtet hatte, verpflichten wir hier uns, Juden, Christen und Muslime, einen Beitrag, wenn auch bescheiden, für den Weltfrieden zu leisten. Und deswegen haben wir ein Haus bauen wollen, ein Haus, in dem im Zentrum Berlins eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee unter einem Dach gebaut wird. Das hat alles begonnen am Petriplatz, der unweit von hier, wo wir jetzt gerade stehen, liegt. Einer der ältesten Plätze in Berlin selber. Dort stand früher eine Kirche. Und wir haben uns überlegt, dort gemeinsam ein Bet- und Lehrhaus, ein House of One zu bauen. Für unsere drei Religionen mit einer Moschee, einer Synagoge und einer Kirche unter einem Dach. Voneinander und miteinander zu lernen ist ein wichtiges Stichwort, was uns sehr am Herzen liegt. Und das machen wir sehr oft mit Schulklassen und Kindern auch, die zu uns kommen, mit denen, die von uns und mit uns lernen. Was bedeutet es eigentlich, Muslim zu sein? Was bedeutet es, Jüdin zu sein? Wie beten Christen? Das heißt, von Ihnen zu lernen, wie stellen Sie sich die Zukunft vor, wie können wir gemeinsam leben und am Ende zu dem Punkt zu kommen, es gibt nur ein gemeinsames Wir. Und ich glaube, es ist auch ein Stück gut angekommen bei den Menschen auf der ganzen Welt. Wir wurden aus unterschiedlichen Orten eingeladen. Wir arbeiten mit Menschen aus unterschiedlichen Regionen, in Ruanda, in Zentralafrika. Wir haben Kontakt nach Georgien und wir freuen uns, dass wir jetzt auch mit euch, mit Freunden, Freundinnen in Kirgisistan zusammenkommen können. Eine der jüngsten Bestrebungen, die wir derzeit haben, ist neben Pädagogik, neben Religion, Kunst, Kultur, damit Ernehmenskarte aufstellen, wo sich unterschiedliche Unternehmen, verantwortungsbewusste Unternehmen und Unternehmer wie Sie für Nachhaltigkeit, für eine bessere Zukunft unserer Welt, für eine friedvolle Zukunft unserer Welt sich verpflichten können. Und wir schöpfend aus unterschiedlichen Religionen, schöpfend aus unterschiedlichen Traditionen, schöpfend aus Vernunft, aus Menschlichkeit, aus Humanität, aus Verantwortung, dass wir dann gemeinsam sagen, nicht nur wir, sondern auch für unsere Kinder. Und wie diese gemeinsame Verantwortung mit Unternehmern sein können, das wollen wir mit Ihnen zusammen bearbeiten. Kırgız Tumanlarıma Germanya'dan çok selam.